jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Hallo zusammen, heute kommt unser 100 Abos Spezial online. Wir haben ja mittlerweile schon die 141 Abonnenten geknackt. Ich wollte eigentlich ein Hinter den Kulissen Video oder ein Frage und Antwort Video machen. Da ich das aber nicht so gut hinbekommen habe, dachte ich mir, ich habe so viele Fotos von Familie Schmuckkörbchen in den letzten Tagen und Wochen und Monaten gemacht, dann mache ich daraus eine Fotoshow, dann könnt ihr die Fotos sehen. Kommen wir zu den Fragen, die ich euch beantworten wollte, die mir sehr wichtig waren. Vorab noch eine kleine Info. Also, mir fällt es ziemlich schwer, langsam zu sprechen. Also, wenn das ein bisschen zu schnell gesprochen ist, tut es mir leid. Kommen wir zur ersten Frage. Also, wie bist du auf den Namen Schmuckkörbchen gekommen? Das war so. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen, Blumen vor der Haustüre zu verkaufen. Ich und meine Familie, die wir selbst gezüchtet haben, die Blumen. Und dann hatten wir ein Jahr, wo wir über 100 oder mehr sogar Schmuckkörbchen hatten. Dann dachte ich mir, meine Pirmi-Familie muss Schmuckkörbchen heißen. Daher kommt der Name Schmuckkörbchen. Was ist dein Lieblingsessen? Also ich esse über alles am liebsten Kartoffeln, Grünkohl. Und mein Lieblingsessen ist Currywurst, Pommes oder Kartoffelbrei mit Spinat und Nürnberger Würstchen. Aber am allerliebsten esse ich Grünkohl mit Kartoffeln. Wie viele Playmobil-Häuser hast du? Also, ich habe 3 Stück. Ich habe die Luxusvilla, das moderne Wohnhaus und ein Ferienhaus. In dem modernen Wohnhaus wohnt Familie Schmuckkörbchen. In der Luxusvilla wohnt Familie Sonnenbraut. Und im Ferienhaus wohnen Oma Mäcki und Opa Uli. Und zur Untermiete wohnen dort noch Familie Butterblümchen mit Lina, Carolina und Freddy. Also, als erstes war ich großer Fan von den Fantastischen Vier mit Michi Bex, Mudo, Thomas D. und Andy Y. Dann war ich großer Ärzte-Fan von Farin Urlaub und seinen Bandmitgliedern. Und danach wurde ich vor kurzem Queen-Fan von Freddie Mercury. Meine Lieblingslieder, also Dida zusammen, Alleine in der Nacht, zu spät, Westerland, du willst mich küssen, Ich bin reich, Applaus, Applaus, ein Kompliment, Bruttosozialprodukt, Katzenklo, Radio Gaga, Don't Stop Me Now, A Kind of Magics, Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, Once to Live Forever, Colorado, Under Pressure, Love is My Life, Wellerman. Das waren meine Lieblingslieder, ganz schön viele, oder im Moment ist mein absolutes Lieblingslied Radio Gaga von Dabin Queen und Freddie Mercury. Und die da, wo meine Stimme etwas anders geklungen hat, das hat eine aus meiner Familie gesprochen, weil die Liedernamen zu schwierig für mich zum Aussprechen waren. Das waren die Fragen, die ich euch beantworten wollte. Und jetzt bedanken sich nochmal Paula, also ich, Jens, Holle, Lukas, Bob, Marlene, Luna und Ella bei euch herzlich für die 100 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Das ist echt nett von euch. Und jetzt kommen wir zu den Fotos. Ich hoffe, euch gefallen die Fotos. Ja. Tschüss, viel Spaß euch! We'll be right back.
euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.